Haben deine Eltern dir das alle beigebracht? Er hat doch gerade gesagt, das haben sie nicht. Programmieren deine Eltern denn auch, du Goblin? Nicht? Oh Gott, weinst du gleich? Oh Gott, er weint. Oh Gott, was habe ich gesagt? Habe ich was Falsches gesagt? It's not you, homegirl. Hab mich Homegirl It's zu nennen. Just, I don't know my parents. Not my real parents anyway. Oh, ist er adoptiert oder was? Es tut mir leid. You know the attack in 86? Ja, davon haben wir eben in den Nachrichten gehört. Yeah. Well, I think my bio parents died in the attack. Oh nein. Das tut mir so leid. The really sad part is, I got no memories of them. None. No matter how hard I try, I just have this picture. Was ist das Bild? Ein Bild von einem Mann und seiner Frau, aufgenommen am 9. September 1986, dem Tag des Anschlages. Alex glaubt, dass das seine leiblichen Eltern sind. Oh, Alex, das tut mir leid. Sieht aus, als wären sie wirklich gut nett gewesen. Wow, das ist extrem beeindruckend. Es sieht aus, als ob sie nett gewesen wären. Yeah. In a way, I guess my bio parents did teach me about computers. Thanks, homegirl. Guess I needed to talk and didn't know it. Man muss wirklich, aber über solche Sachen muss man immer reden. Das muss man wie eine Last vor den Schultern, die man sich ein bisschen wenigstens nehmen kann und mit anderen teilt. Das macht dann $20. Ja. Na komm, Therapien sind teurer. Nein, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Vielleicht leben sie ja noch. Ja, verständlich. Waren sie bei den Brigaden? Kann ich das anklicken? Wieso kann ich das nicht anklicken? Wäre das was, was wir rausgefunden hätten? Hätten wir irgendwas extra gemacht? Weil ich kann es nicht klicken, leider. Viel Glück bei deiner Suche. Thanks, homegirl. You can drop me off at the next location. Ach, jetzt weiß ich, warum das Kind bei uns ist. You're gonna run out of gas fast. Ja, wir haben schon die ganze Zeit keinen Tank mehr. Und ich weiß jetzt auch, wer das Kind ist. Wir haben ihn einfach mitgenommen. An der Straßenseite wahrscheinlich. Hat wahrscheinlich mit Daumen. Hier, wie nennt man das nochmal? Trampen. Er hat versucht zu trampen wahrscheinlich. Das ist aber gefährlich. Da musst du aufpassen. Wir sind eine nette Person, aber das muss nicht immer so sein. Das wird schon reichen. Pass auf dich auf, mein Freund. Viel Glück mit wütenden Panzer. Eigentlich ist das nicht mein Auto. Nicht mal mein Auto? Haben wir das gestohlen? Nein. Viel Glück mit wütender Panzer. Ich wünschte, ich könnte dir mehr helfen. Thanks, homegirl. Appreciate that. Natürlich. Now, crank some music. We best ride in style. Alles klar. Ja, Mann. Noch 1379 Kilometer zur Grenze. Und das da unten sind nicht unsere Charaktere, sondern die Leute, die wir treffen können. Wir haben bei Alex nur 20% erforscht. Wow, wir waren echt schlecht bei ihm. Ich glaube, wir hätten andere Optionen nehmen sollen. Das heißt, wir treffen also auf unserem Weg mehreren Leuten, denen wir eventuell helfen können. Das ist cool, das ist echt ein cooles Prinzip. Und ich sehe auch gerade, neben Alex auf der rechten Seite, seht ihr da unten das Icon? Das sieht aus wie die beiden, die eben ausgeraubt haben, den Laden. Also ich denke mal, die werden wir auch noch aufschnappen, oh Gott. Ich hoffe, sie teilen ein bisschen Geld mit uns. Der 12. Juni 1996. Smells like the teen spirit. Was soll ich darunter jetzt verstehen? Ist das der Hotelname oder stinkt es hier nach schwitzigen Teenager nach dem Sport? Willkommen, The Night Sky's Campground. Okay, also der Sternenhimmel, Zeltplatz, Campingplatz. Oh Gott, eine Belohnung für... If you have any information regarding the Brigade Radio Transmitter. Nee, haben wir leider nicht. Missing Teens. Oh, ist Alex vielleicht dabei?
Vermisst die Jugendliche. Wenn Sie irgendwelche Informationen haben, rufen Sie sofort 55555 an. Das sieht... Der unten mit der Cappy könnte Alex sein, oder? Unten links könnte Alex sein. Eventuell. Ich denke mal, davon werden wir bestimmt noch jemanden treffen. Ich versuche mir das zu merken. Außerdem, habt ihr solche Schattenbilder mal gemacht? Ich finde die super cool. Das ist eine super coole Kunstform. Ich meine, das ist gerade auf einem Vermisstenposter. Ich sollte mich vielleicht nicht über Kunstformen freuen. Aber wir haben solche Bilder mal in der Grundschule gemacht. Ich habe es tatsächlich immer noch und ich fand die super. Ich glaube, es ist das beste Bild, was von mir existiert. Einfach nur schwarz, ein Schatten von der Seite. Bestes Bild. Vandalieren. Ach, wir können uns entscheiden, wen davon wir hassen und wen nicht und die andere Poster zerstören. 1996, versteht ihr? Kann ich es mir lesen? Hoffnung für Petria, Präsidentschaftswahl 1996. Wählt für Veränderung, wählt Senatorin Flores. Ach, wir haben im Auto konnten wir auch irgendwas mit Flores sagen. Ich glaube, wir mögen Flores. Was ist das? Präsident Tyrek, haltet Petria sicher, wählt Präsidenten Tyrek. Ich weiß ja nicht. Der Typ, ich habe keine Information zu dem Typen. Und diese Flores, die schienen wir im Auto gehabt zu haben. Also vandalieren wir mal den Typen. Können wir einen hässlichen Schnurrbart malen? Ich will das sehen. Oh, er ist der Teufel. Tyrek sucks. Können wir die auch so vandalieren? Oh, wir können beide vandalieren. Hehehe, beide vandalieren. Rebellion gegen alle. Niemand kann uns was sagen. USA, USA. Oh, warte mal. Ich kann nicht auf die Straße laufen. Nein. Ich wollte versuchen, mich umzubringen bei der ersten Gelegenheit, die mir geboten wurde. Oh, eine Frau mit... Eine Katze! Ist hier was? Nein, eine Katze. Kann ich die Katze streicheln? Das ist eine süße Katze, eine sehr schöne Katze. Ja, ich werde absolut werde ich voten. Oh, okay, gut. You know, that's another reason Tyrak sends you teens, you know where. So that your vote can't be heard. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Schickt Tyrek uns Teenager über die Grenze, damit wir nicht voten können? Was? Außerdem, super schönes Lied gerade im Hintergrund. Hast du irgendwelche Tipps von unterwegs? Na, wie heißt die Katze? Oh, Mr. Bottles. Dude is a wild man. Sieht aber gerade nicht so wild aus. Hallo Katze. Oh, ich habe sie anscheinend gestreichelt. Ich habe eine Rückschaft bekommen. Ein Herz für Katzen. Oh, süß. Auf Wiedersehen, Mr. Bottles. Oder auf Wiedersehen, Frau. Du hattest ja keinen anderen Namen. Du bist die Frau. Oh, es ist eine Schande, wenn ich jetzt eigentlich rede. Das ist so ein schönes Lied. Oh, ich liebe Indie-Lieder. Huch. Oh, meine Kamera. Reception ist da. Das Empfang. 4 zu 1, 5 zu 9. Lass uns das mal rumgehen und die Leute angucken. Oh, verkaufst du was? Versuchst du die Grenze zu überqueren? Essen und Kassetten. Ich kann es mir vorstellen. Nur haben wir leider kein Geld. Ich würde dir was geben. Es tut mir leid. Ob wir schon Geld haben hätten können? Wahrscheinlich. Ich würde mich jetzt gerne irgendwie hinsetzen und einfach genießen, die Musik. Die Steuerung ist ein bisschen zu schnell, meiner Meinung nach, gerade. Es geht aber. Oh, 46%. Haben wir Würfelprozent? Ach nein. Ah, ich muss auch schon ein Baldur's Gate oft genug ertragen mit diesen verdammten Prozentzahlen fürs Würfeln. Ich will das nicht. Entschuldigung, hast du etwas Kleingeld? Tut mir wirklich leid, aber hast du etwas zu essen für mich? Wir fragen sie nach... Ah, die meisten Leute sind eher geneigt dazu, ja zu sagen, wenn du nach Essen fragst. Also ich glaube, ich frage nach Essen. Ah, Niederlage. Ach komm schon, ich habe nur nach Essen gefragt. Selbst ein kleiner Apfel wäre nett. Ach verdammt. Ich frage mich, warum der Präsidententyp, der wählt, uns alle wegschickt. Weil wenn Tyrek uns wegschickt, dann die Frau, die darf, ich war gerade, wisst ihr, was ich wollte gerade sagen? Die kann ihr Poster glatt behalten, ohne Problem, aber, haha, machen Monster aus dir, Lust. Meine Entscheidung hat Auswirkungen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber Chaos stiften. Außerdem guckt euch das mal an. Der Himmel ist wunderschön.
Oh, ich würde einfach gerne hier bleiben. Wer spielt denn da? Look, just give me the money and I won't call the cops. Was? A guy got stabbed here 2 days ago and they never came. The cops aren't gonna show for this. I don't have time for this. Just admit you stole from me and I didn't do it. Du hast Zoe kennengelernt. Alles okay, was ist denn hier los? Kann ich erstmal gucken? Das ist Zoe. Erinnert mich ein bisschen an Chloe, auch Namensähnlichkeit, ja? Wenn ihr versteht, was ich meine. Ist alles okay? Everything's fine. It's not fine. She broke into my office and stole from me. Kannst du das beweisen? Who are you? Her attorney? No, na, keine Beweise, keine Anklage. Turn off my security camera. She's a criminal mastermind. Du hast keine Beweise. You teens. I don't need the hassle. I'm out of here. Bye bye. Keine Beweise. I was handling it. Ey, ich weiß, kein Problem. Well, thanks, I guess. Klar, und jetzt gib mir Essen. Ich hab Hunger. Welcome to the Night Skies Campground. If you like crappy trailers, this place is the best. Ja, ich hätte gern einen Wohnwagen. Ich liebe Wohnwagen. Also für mich wäre das echt ein geiler Platz. Hast du genug Geld, um Essen dir leisten zu können, um vielleicht hier zu grillen oder so? Der richtig geile Urlaubsort eigentlich. Ich liebe beschissene Wohnwagen. Ja, die liebe ich. Then I guess you found your paradise. Oh ja, das ist wie Himmel für mich. Also wie miete ich einen? Oder oh, wo kann ich umsonst schlafen? Ich nehme gerne alles, was gratis ist. There's some cardboard around here. You're dancing Carl. Oh. Nice. Ich glaube, wir schlafen heute auf Pappe. Tanzender Karl? He's like this guy who's really competitive about dancing. You'll know when you meet him. Okay, cool. Also, man sieht sich und danke. Yeah, see you around. Alles klar, Zoe. Wir sehen uns. Hey, don't become roadkill out there, okay? Ich versuch's. Eigentlich hatte ich eben vor mit dem Auto, aber ich versuche es. Oh, das Lied kommt mir bekannt vor. Das kommt mir so bekannt vor. Was sehen Sie da? Verdammt, das kommt mir so bekannt vor. Ich kann das nicht einordnen. Oh Gott, ich will mit dem Typen nicht reden. Ich glaube, der mag uns nicht mehr. Oh. 6 Euro für Wasser. Naja, 6 Dollar für Wasser. 6? Für Wasser? Was ist das für eine Abzocke? Verdammt nochmal. Belohnung. Rufen Sie 96112 an, wenn Sie Informationen über den Funksender der Brigage haben. Okay. Warte, wie war die Nummer? 96112. Vielleicht können wir uns das merken. Vielleicht finden wir irgendwann Informationen und können ein bisschen Geld bekommen. Go vote. Hehe, du siehst uns nicht. Hehehe, die Teufelin. Ihr kriegt alle Graffiti ab von mir, alle. Es tut mir leid. Ich, was ist das hier für ein Ort? Ich habe kein Geld, aber was bietest du? So rein theoretisch hätte ich Geld. 50 Euro. Pro Nacht? Hier? Ich gebe dir 20. Was ist denn das? Kann ich hier rein? Ey, ich darf hier nicht rein. Ey, du unsichtbare Wand. I'm right here. Ich konnte nicht widerstehen. I got trailers here. Trailers you can sleep in. If you got the dough. Kann ich nochmal klingeln? Was bietest du? Na komm. Aber man kann tatsächlich für 25 schlafen. Oder für 50. Okay. Ich wollte schon sagen, so 20. Oh, was ist das? 4166. Wofür steht 4166? Ist das irgendwo ein Code? Oh, wir müssen das suchen. Tschüss. Danke für den Code. 4166. Komm schon. Oh, wir können klopfen. Hallo? Lass mich rein, ich habe Hunger und Durst und ich brauche Wasser, das kostet hier zu viel.
Hier ist Licht an, ich weiß doch, du bist da drin. Frechheit. Mach dir keine Tür auf. Kann ich hier schlafen? Ich meine, hier ist ein Kissen. Theoretisch könnte ich mich da hinlegen. 4166. Irgendwo ist bestimmt was, wo wir den Code eingeben können. 4166. Na komm schon. Go Vote steht hier überall. Also ich denke, zum Voten wäre dieser Flores wirklich am besten. Der andere Typ, der klang ein bisschen fies. 4166. Ja. Ich? Verlaufen? Nein, ich doch nicht, niemals. If you want to run a trailer, go up the stairs to my right and talk to the owner. Ja. Find the dancing guy. There's cardboard near him. Ja, danke. Ich weiß. Ich kann mir nichts leisten. Das hatten wir eben schon geklärt. 4166 war das noch? Ich glaube ja. Oh, was ist denn hier? Was ist denn das? Schon wieder so ein Zettel? Ah, ist derselbe, der Funksender. Über Alkohol rum, also gratis Alkohol gibt's schon mal. Oh, was ist das? Lucky Star, Lucky Sonja's Side. Thanks to Sonja. Ein Los. Oh, wir haben gewonnen! Oh, und wir haben es direkt ausgezahlt bekommen, wie auch immer. Wir können uns ein Leitungswasser leisten. Wir sind so reich, wir können uns Wasser leisten. Wow, Leute. Ich muss nicht verdursten in der Wüste. Ist das nicht nett? Ist das ein Codepad? Das ist ein Codepad. Oh mein Gott. Das machen wir als letztes. 4166 war das, ne? Ja, 4166. Ich gehe gleich nochmal gucken, bevor ich das eintippe. Einfach nur aus Sicherheit. Hi, ich bin neu hier. Then welcome to Paradise. Dankeschön. Kann ich ein paar Pommes abhaben? You got any money? Nein. Oh, well, hope you reach the border and all that. Dankeschön. Kann ich den Burger essen? Verrottete Lebensmittel. Das tun wir lieber nicht. Wir wollen ja nicht zu viele schlechte Entscheidungen treffen. Wenn ich hier schon alles vandaliere, muss ich nicht noch verrottetes Lebensmittel essen. Ihr wisst, dass ich es tun muss, auch wenn ich sage, dass ich es nicht tun sollte. Ihr wisst es einfach und das ist so widerlich. Das erinnert mich an diesen verrotteten Burger, in den Mr. Krabs verliebt war. Den haben wir gerade gegessen. Lass mich rein! Hallo, ich brauche Schlafgelegenheit und zwar gratis. Sonst klaue ich deinen Grill, ja? Der war bestimmt teuer. Kann ich verkaufen. Geht voll die Party ab. Oh mein Gott, das ist der tanzende Karl. Und hier sind die Kartons. Ey, das sieht gar nicht mal so ungemütlich aus. Da ist ja sogar ein Schlafsack dabei. Liegt da eine Schere neben unserem Bett? Nee, das sah nur so aus. Entschuldigung, hast du etwas Geld? Wer ist das? Ich glaube, das sieht nicht aus, als ob er Geld hat. Der trinkt Alkohol durch sein Auge. Kannst du das bitte nochmal machen? Ich will das nochmal sehen. Desinfizierst du irgendwie eine Wunde? Hast du eine Bindehautentzündung oder so? Er macht das nicht nochmal. Hast du ein bisschen Geld? Oh! Dankeschön! Weißt du, wenn erbärmlich sein mich dazu bringt, dass ich reich werde, dann bin ich gerne erbärmlich. Kann ich die Musik ausmachen? Ja klar, ich tanze mit. Ja, können wir tanzen? Oh mein Gott, ich tanze mit. Yeah, Leute, wir tanzen. Oh mein Gott, der tanzende Karl ist super. Der ist super, der Typ. Ey, ich habe Energieboost davon bekommen. Nee, ich muss die Fragen nicht, denn das ist ein Wir. Klopfen? Da wohnt bestimmt der Karl drin, oder? Oh mein Gott, neben Karl zu schlafen. Oh, wir können Fernsehen gucken. Nee, wir können Fernseher ausschalten. Was läuft da eigentlich? Da ist wieder die Sonja. Ich habe das Gefühl... Warte mal, Moment. Die Sonja? Seht ihr die Haarfrisur, die sie hat eben, als wir näher gesehen haben? Die sah aus wie einer von den grauen Porträten. Von den Leuten, die wir noch treffen werden. Vielleicht treffen wir ja noch Sonja. Ich habe mir gut vorstellen, dass sie treffen werden. Warum kann ich überall klopfen, wenn mir niemand aufmacht? Was soll das? You don't know where you're going. Halt die Klappe, ich rede nicht mit dir. Ich muss was gucken. Ich hack hier gleich Dinge. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Das war 4166. Ja. Guck mal, auf solche Sachen müssen wir achten. Oh. Wenn das jetzt nicht mehr, werde ich wahrscheinlich hier gleich rausgetrieben mit Mistgabeln und so. Kann ich hier noch beklopfen? Ich bin Vertretung. Ich muss Geld abholen jetzt, ja? Das Geld werde ich sofort dem Meistertypen da geben, natürlich.
Sofort. Oh, Fußball. Ich kann Fußball spielen.